Herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter am Sonntagmorgen. Wir schauen zunächst aufs Satellitenbild vom Sonntagmorgen und da sehen wir große Teile des Landes mit strahlendem Sonnenschein. Wir sehen aber auch in den Tälern drin zum Teil noch diesen Frühnebel und andererseits kompaktere Wolken noch von der Bodenseeregion bis hinüber über die Münchner Ebene und in Richtung Innviertel. Also insgesamt steht uns ein sonniger Sonntag bevor mit viel Sonnenschein. Das Sonntagsbild, wir sehen Temperaturen am Oberrhein bis zu 20 Grad sind möglich. Dazu eben nach Auflösung dieser lokalen Nebelfelder verbreitet sonnig. Im Nordwesten des Landes vielleicht ein paar hochnebelartige Wolken, die sich dann noch ausbreiten und eben aus dem Alpenraum heraus durch diese kompakten Wolken. Und da sind dann so in Richtung Garmisch, Partenkirchen hinüber bis zum Karwendel auch ein paar Tropfen oder Nieselregen aus diesen Wolken möglich. Insgesamt aber ein freundlicher, sonniger und trockener Tag im Land. Schauen wir auf die Wetterlage zu Beginn der neuen Woche. Und da haben wir, wie schon in den letzten Tagen, wieder ein Frontensystem, ausgehend von einem Tief über dem Nordmeer, das in unsere Richtung steuert. Ist nicht sehr wetteraktiv, das heißt, diese beiden Hochdruckgebiete, die einerseits östlich von uns liegen, andererseits westlich über dem Atlantik, die blockieren das Ganze, diese Hochdruckbrücke, die lassen kaum zu, dass diese Front zu uns hereinkommt. Das heißt, sie kommt nur in abgeschwächter Form. Am Montag, Spätnachmittag und Abend zieht sie dann so von der Nordsee herein, bringt von Schleswig-Holstein über das Emsland bis zum Niederrhein vereinzelt etwas Regen, auch etwas Wind ist mit dabei, sonst noch einmal ein trockener Tag. Und am Montag, was vor allem spürbar ist im Südwesten des Landes, da zapfen wir im Vorfeld dieser Kaltfront auch milde Luft an. Und das heißt, wir haben Temperaturen von 20 bis sogar am Oberrhein 23 Grad, die da möglich sind. Sonst im norddeutschen Tiefland meist so zwischen 14 und 19 Grad. Wie gesagt, ein paar Nebelfelder, ein paar hochnebelartige Wolken, sonst am Montag viel Sonnenschein, bevor abends diese Front hereinrückt. Schauen wir den Langfristtrend an, München herausgenommen, so stellvertretend für den Süden, für die Südhälfte des Landes. Und wir sehen, es geht durch eine mäßig warme Woche, Temperaturen meist zwischen 14 und 19 Grad und vorerst ist kaum Regen dabei. Was dann von Westen her in Richtung kommendes Wochenende passiert, da schauen wir in den nächsten Tagen genauer drauf.